Hallo Leute, heute zeige ich euch ein neues Lords and Knights Tool. Was ist genau? Ja, es ist ein Lords and Knights Timer. Damit könnt ihr besser eure Angriffe timen. Funktioniert alles super und ich erkläre euch jetzt mal, wie das geht. Also der Timer wurde von der Website escapitev.de gestellt. Ich werde den Link vielleicht auch nochmal in die Beschreibung tun. Und der funktioniert wie folgt. Also, ihr habt hier diesen Startrechner. Da könnt ihr euren Burgnamen eingeben, aber das ist nur optional, braucht ihr eigentlich nicht. Ihr wisst schon, wann ihr eigentlich die Burg angreifen wollt, wie viel Uhr die Truppen da sein sollen, wann die Schlacht beginnen soll. In dem Fall gebe ich jetzt einfach mal ein, das ist am 30.11. um 6.03 Uhr und 3 Sekunden. So, jetzt wisst ihr in diesem Rechner, ist vorausgesetzt, auf der Website gibt es auch nochmal einen erweiterten Rechner, da könnt ihr den Truppen einfügen, wenn ihr noch nicht wisst, wie lange die Wegzeit dauert. Gibt es in diesem Rechner so, dass ihr die Wegzeit halt schon einfügen müsst. In dem Fall sage ich jetzt einfach mal, meine Truppen brauchen bis zu der Burg auch 6 Stunden und genauso lange. Oder ich verändere das mal lieber damit. So, dann klickt ihr ganz einfach auf Rechnen und der Rechner rechnet euch aus, wann ihr spätestens die Truppen losschicken müsst und ob es noch überhaupt noch möglich ist, eure Truppen loszuschicken. In diesem Fall ist es das natürlich, wird hier grün angezeigt und ich muss exakt um 10 Uhr, wenn ich um exakt 10 Uhr die Truppen losschicke, kommen sie genau um 6.03 Uhr und 3 Sekunden am 30.11. an. So, ich würde sagen, das ist ein super Tool. Wenn jetzt eine Burg nur so 24 Minuten oder so entfernt oder sonst was, dann ist es eigentlich relativ unnötig. Das könnt ihr natürlich alles ganz schnell im Kopf ausrechnen. Aber vielleicht ist es manchmal ganz hilfreich, bequemer etc. Und ja, ich hoffe, euch hat das Tool ein bisschen geholfen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.